Leser sind eine verfolgte Minderheit. Die Medien verbreiten eine politisch verblödende Einheitschose und ständig herrscht irgendwo auf der Welt Krieg. Die Zukunft von gestern, sie ist unsere Wirklichkeit von heute. Ausgedacht hat sich das alles Ray Bradbury, nämlich in seinem Roman Fahrenheit 451. Can't anybody see? Mr. Bradbury, Sie sind Jahrgang 1920. Kommen sich heute manchmal selbst ein bisschen wie ein Zeitreisender vor? Ja, und zwar wegen all der Ereignisse, von denen ich annahm, dass es erst viel später dazu kommen würde. Ich glaubte zum Beispiel, dass ich die Mondlandung als alter Mann erleben würde. Stattdessen war ich gerade mal 49 Jahre alt, also noch ziemlich jung. Ich reise in der Zeit, bin unterwegs in die Zukunft. Ich hoffe, dass wir auf dem Mars gelandet sind, bis es für mich ans Sterben geht. Ich wäre so gern der erste tote Mensch auf dem Mars. Dann könnte man meine Asche im Bradbury-Graben beisetzen, den man auf dem Mars nach mir benannt hat. Das wäre mein Wunsch. Wenn heute Außerirdische mit ihrem Raumschiff im Vorgarten ihres hübschen Häuschens hier in Los Angeles landen würden, was wäre Ihre erste Frage an Sie? Glauben Sie an Gott? Und natürlich würden Sie an Gott glauben, denn Sie kommen ja aus dem Universum. Das Universum ist so riesig, dass wir uns verschiedene Namen dafür ausgedacht haben. Genauso wie für Gott, die Schöpfung und den Kosmos. Und darüber führen wir Krieg. Was für eine Idiotie. Wir sollten uns stattdessen einfach damit abfinden, dass wir entgegen jeder Plausibilität auf diesem Planeten leben. Ein unmöglicher Haufen auf einer unwahrscheinlichen Welt. Also können wir anderen Wesen, egal wo wir hingehen, auch genauso gut beibringen, was Leben bedeutet. Sollte ein Raumschiff hier landen, würde ich die Insassen daher fragen, was bedeutet das Leben für Sie? Dasselbe wie für mich? Nämlich, wie herrlich die Gabe des Lebens doch ist. In your famous novel Fahrenheit 451. Ein wenig beklommen fühle ich mich schon hier zu Hause bei Ray Bradbury, wo ein sichtlich vom Alter gezeichneter Mann, umgeben von den Trophäen seines Ruhms, weiter mit den Ideen ringt, die ihn weltberühmt gemacht haben. Bradbury hat die Poesie in die Science-Fiction gebracht und die Theologie. Seine Geschichten über Missionare auf dem Mars zählen immer noch zum Besten der Science-Fiction. In Ihrem berühmten Roman Fahrenheit 451 ist der Feind des Lesers der Staat. Wer ist der Feind von uns Lesern heute? Immer noch der Staat oder die Großkonzerne oder gar die Medien? Es ist eine Mischung aus allem. Die Erfindung des Computers, der E-Mail, von all dem, was über Leitungen oder drahtlos durch die Luft zu uns in unser Heim eindringt. All diese Spielzeuge, nach denen wir süchtig geworden sind. Im Zentrum von all dem steht einfach ein bedauerlicher Mangel an Grips, an Intelligenz. Wenn wir noch mehr Fernsehen und noch mehr E-Mail wollen, müssen wir dafür sorgen, dass dahinter auch Grips steht. Im Moment kümmert sich niemand darum, aber wir müssen das leisten. And we're not doing the job, and we've got to see to that. Why do so few women? Wie erklären Sie sich, dass so wenige Frauen Science Fiction und Fantasy lesen? Warum ist die Welt der Science Fiction, der Fans und auch der Fanzines so stark von Männern dominiert? Das war schon immer so. Wir Männer sind nun mal eher die mechanischen Schöpfer. Frauen erschaffen das Fleisch, wir Männer erschaffen die Welt. Manchmal ist das, was wir erschaffen, etwas Böses, das Auto zum Beispiel. Und manchmal ist es das Raumschiff, mit dem wir zum Mond geflogen sind und das uns zum Mars bringen wird. Wir Jungs sind ganz fanat in unsere Spielzeuge. Wir sind große Tüftler und Schrauber und lieben nichts mehr, als eine Zündschnur anzuzünden und eine Rakete in den Himmel steigen zu lassen. Und deshalb lesen Männer gerne Science Fiction. Uns interessiert die Tat, Frauen eher das Machen. Darin liegt der Unterschied. Women are the makers and we are the doers. That's the difference. Sie gehen ja nun stark auf die 90 zu. Haben Sie so etwas wie einen Rat für Ihre Leser, wie man ein glückliches Leben führt?
Die einzige Antwort, die ich darauf habe, lautet: Tu, was du liebst und liebe, was du tust. Das sollte im Mittelpunkt deines Lebens stehen. Man sollte niemals etwas tun, was man nicht liebt. Die meisten Filme und Bücher heute werden von Menschen gemacht und geschrieben, die das Leben nicht lieben. Und diesen Menschen würde ich am liebsten in den Hintern treten und ihnen sagen: Verdammt nochmal, Mann, du bist lebendig. Das ist ein Wunder, es ist großartig, du kannst lieben. Wenn du also deinen nächsten Film drehst, dein nächstes Buch schreibst, deine nächste Fernsehsendung moderierst oder die nächste politische Partei gründest, dann muss das aus Liebe zur Menschheit geschehen und um den Menschen beizubringen, wie man liebt. Mein Rat besteht also aus der Frage: Tust du, was du liebst? Wenn nicht, dann ändere das und zwar sofort. Heute Abend, wenn Sie zur Decke starren, sehen Sie mal nach, ob dort Ihre Zukunft verzeichnet steht. Ist es Liebe? Wenn es nicht Liebe ist, sind Sie verloren. Also hören Sie auf mich, tun Sie etwas, das Sie lieben. Ray Bradbury, thank you very much. I think that's a very good advice. Ja, ein beherzigenswerter Ratschlag. Der Diogenes Verlag hat 3 Romane, die wichtigsten Werke von Ray Bradbury, in einer liebevoll gemachten Kassette versammelt, unter dem hübsch-ironischen Titel Space Opera. Das ist Fahrenheit 451, der große Roman, die Marschroniken und der illustrierte Mann. Eine große Lektüre eines großen Autors. Thanks. Dankeschön.